Schöner Pass. Und das ist das Tor. So schnell geht's. Eben habe ich ihn noch erwähnt, Jamie McQueen. Das war klasse gespielt. Klassisch ausgespielt. Und die frühe Führung in Überzahl für die Gäste aus Nordhessen. Ah, das war schön abgefangen. Jetzt die Chance. Und das ist der Ausgleich. Nick Mazzolini hämmert die Scheibe in die Maschen. Schöner Stil von Nils Liesegang, der dann blitzschnell schaltet und den US-Amerikaner einsetzt. Und er hat Markus Keller im Tor der Huskies überhaupt keine Abwehrmöglichkeit. Tomassoni. Wieder Chris Barr. Ja, da ist das Ding drin. Nein, kein Tor, kein Tor. Abgepfiffen, abgepfiffen. Sofort die Reaktion. Scheibe war hoch in der Luft. Ich habe das Ding natürlich, oder das Ding war drin. Allerdings könnte da ein hoher Stock involviert gewesen sein. Schwierig jetzt aufzuklären. Schiris haben sofort die Arme ausgebreitet. Das eindeutige Zeichen, kein Tor, beraten sich jetzt nochmal. Ja, hoher Stock. Patrick Vogel und Manuel Klingel lassen sich das nochmal erklären. Also definitiv kein Tor. Spar sucht den freien Mann. Mazzolini wieder auf Spar. Da ist Tomassoni aufgelegt. Keller ist da, Keller. Scheibe noch frei. Wahnsinn, was da vor dem Tor los ist. Jetzt ist die Scheibe drin. Jetzt ist die Scheibe drin. Was ein Tor, Bobo, vor Markus Keller. Und im Nachstochern mit dem ganzen Willen haben sie es dann geschafft, die Scheibe über die Linie zu buxieren. Tolle Szene vor dem Tor der Huskies. Und da steht es dann 2:1 für die Löwen, Überzahltreffer. Und wieder ein Tor, was ist denn hier los? Unglaubliche Szenen, 3:1. Da haben wir gerade mal verschnauft nach dem zweiten Treffer und da trifft Lukas Laub zum 3:1. Chris Barr erneut, ja, Keller mit der Stockhand. Gut gemacht vom Husky-Goalie Richie Müller. Da ist viel Platz jetzt mit Mazzolini. Richie Müller, Tor! 4:1! Genial gespielt von Nick Mazzolini mit der Backhand in den Slot. Und Richie Müller giebelt das Ding unter die Latte. 4:1. Frankfurt ist ein Tollhaus in diesen Minuten. McQueen in den Slot gespielt und da ist der Treffer. Braden Pym hat den Ausgleich, den Anschluss erzielt. 4:2 in Powerplay verkürzt. Strammer Schuss, keine Chance für Tyler Plant. Im Slot war Pym völlig frei. Norm Martens macht jetzt das einzig Richtige, fährt ins Eck. Killt wichtige Zeit, nochmal tief gespielt. Auf Chapu. Ja, der holt sich die Scheibe und er macht das Ding! Unglaubliche Arbeit von Stefan Chapu. Hat nie aufgegeben hinter dem Tor. Behagt er die Huskies, die da zu dritt sind und verpassen zu klären. Und Chapu eiskalt, flach eingeschoben. Und das war natürlich ganz, ganz wichtig aus Löwensicht,
Schöner Move von Nies, Wiese gegangen, Schuss! Und Tor, Richie Müller mit dem 6:2. Liesegang mit einem tollen Move. Ich hab's gesagt, er ist richtig gut drauf. Und bedient Richie Müller und er hat keine Probleme, das Ding im Tor zu versenken. Zweiter Treffer des Abends für den Goldhelm der Löwen Frankfurt. Erst die Aske spielen, fehlt nur der Abschluss. Little McQueen, Tor. Ganz stark gespielt, muss man ganz klar sagen. Sehr, sehr gut ausgespielt von den Kassel Huskies. Hat man die Klasse gesehen. Tyler Plant liegt da noch am Boden. Wollen wir hoffen, dass er sich nicht wehgetan hat. Hat er versucht zu retten. Und sich ja, muss Chapuis mitfahren. Huskies bleiben im Scheibenbesitz und da ist noch ein Tor. Nee, wird aber aberkannt. Sehe ich schon kein Tor. Schlittschuh-Tor angezeigt. Was ist hier los? Irres Spiel. Also, wir warten die Entscheidung ab. Klinge und Vogel wieder dabei. McQueen diskutiert, da wohl vergeblich Entscheidung steht. Also, es bleibt beim 6:3, das wäre was gewesen. Kassel jetzt und da ist das 6:4. Schön gespielt und müsste Carter Proft gewesen sein. Gucken wir nochmal genau. Ja, es war Carter Proft. Also sie ergeben sich nicht, die Schlittenhunde. Kommen nochmal ran, nutzen das Powerplay aus. Uiuiuiui. Wieder die Huskies. Schrott ist da. Da ist das Tor. Im Nachsetzen verkürzen die Schlittenhunde erneut. Steht nur noch 6:5. Den Leuten in der Eisspadale, die mit den Löwen halten, wird Angst und Bange. Denn es stehen auf der Uhr noch 3:24. Das wäre natürlich mal eine ganz irre Derby-Geschichte hier. Wir wollen es nicht beschreien, aber der Vorsprung ist geschmolzen. Unterstützen ihre Mannschaft jetzt. Die Löwen müssen jetzt vor allem 6:6. Manuel Klinge hält den Schläger dorthin, wo es für die Löwen wehtut. Und wir haben eine der unglaublichsten Derby-Geschichten ever hier. Und in Frankfurt gibt's Kopfschütteln, weil man natürlich das schon kennt aus der Spielzeit. Unglaublich. Was ein Drama aus Löwensicht. Hier Chris Barr auf Tomassoni. Hätte schießen müssen. Wie viel Zeit hat er noch? Nicht mehr viel. Aktion muss kommen, Chris Barr. Was passiert? Nein. Es gibt die Verlängerung. Ich sag mal, die Huskies können sich schon als moralischer Sieger hier fühlen. 4 Tore aufgeholt. Respekt. Und die Löwen. Es folgt auf jeden Fall noch ein weiteres Kapitel. Wer nimmt hier den Extrapunkt mit? Wer holt sich den Derby-Sieg? Richie Müller. Tor! Das ist der Sieg für die Löwen Frankfurt. Das Ding hat gepasst. Am Keller vorbei.
Hessen-Derby-Sieger Löwen-Frankfurt. Und schauen Sie sich mal diese Jubeltraube hier an. Für die Moral war es ganz wichtig, jetzt wenigstens noch diesen zweiten Punkt mitzunehmen. Also, wir sind hier alle völlig fertig mit den Nerven. Ich hoffe, ihr auch zu Hause am Spray TV, Fernseher, Notebook, iPad, whatever.